Einige der Charaktere und Helden in Battlefront 2 haben ja leider nicht die Originalsynchronstimme aus den Filmen bekommen. Die Klone zum Beispiel, Rey, Count Dooku. Bei Obi-Wan hat man zum Glück ja noch nachträglich die Originalstimme hinzugefügt und das lag wahrscheinlich an den verschiedensten Gründen, warum wir nicht die Originalstimme bekommen haben. Warum Rey aber nicht ihre Originalstimme bekommen hat, ist einfach nur verrückt. Und zwar wollte man ursprünglich auch Kaya Marie Möller, also die Synchronsprecherin von Rey, für Battlefront 2 haben. Hat ihr aber einfach die Anfrage per E-Mail an ihre private E-Mail-Adresse geschickt. Und da Kaya Marie Möller aber ihre private E-Mail-Adresse anscheinend nicht so häufig checkt, hat sie daher leider das Angebot verpasst. Und nicht nur das, also dass sie das nicht irgendwie über das Management oder so gemacht haben oder eben über die Geschäftsadresse, sondern woher hatten sie auch überhaupt erst die private E-Mail-Adresse von ihr her? Und das Ganze war nicht, wie man eigentlich jetzt vielleicht denken würde, die Schuld von EA oder DICE. Ich meine, passen würde es ja auf jeden Fall, sondern eben wirklich von dem Synchronstudio hier in Deutschland. Später hat man sich darüber dann nochmal ausgesprochen, über den Fehler geredet und weiß eben jetzt, wie man sie für zukünftige Projekte kontaktieren kann. Aber leider war es dann anders wie bei Obi-Wan anscheinend doch nicht so dringend, dass sie nochmal das Ganze für Battlefront 2 einspricht. Also sehr, sehr kurios, aber trotzdem irgendwie gut zu wissen, warum zumindest Rey nicht ihre Originalsynchronstimme in Battlefront 2 hat. Danke übrigens noch an Pizza Johnny für diesen Fakt. Und falls ihr noch irgendwelche anderen verrückten, kuriosen Fakten aus dem Star Wars Universum kennt, könnt ihr mich natürlich jederzeit anschreiben oder auch einen Kommentar da lassen.